Moin Moin und herzlich willkommen zu Nordlicht, die ultimative Fotoshow. Du hast es wahrscheinlich schon im Intro gesehen, was übrigens der Kollege neben mir zurecht gerendert und geschnitten und produziert hat in Cinema 3D, wenn ich mich nicht täusche. Das ist wirklich verrückt, weil es sieht so ein bisschen nach großem Hollywood-Kino aus und sowas ähnlich. Es erwartet dich hier auch in diesem Sendungskonzept. Absolut. Christian, schön, dass du da bist. Christian Popkes. Christian ist Fotograf, ist Kurator vom Oberstdorfer Fotogipfel, ist Begründer der Fotohafen Hamburg Messe und auch da Initiator, Ansprechpartner, Mädchen für alles, hätte ich fast gesagt. Genau. Und wir zwei, wir haben uns irgendwie verabredet und haben gesagt, okay, warum wollen wir zwei nicht, ihr habt ihn ja auch schon mal hier auf dem Kanal gesehen, zu einer Bildbesprechung, warum wollen wir zwei nicht mal was ganz Beklopptes machen, was ganz Verrücktes und was es so gar nicht am Markt gibt? Ja. Das ist quasi Nordlicht, die ultimative Fotoshow. Genau. Christian, warum machen wir das? Warum machen wir was? Warum machen wir die Fotoshow? Wir machen eine Fotoshow? Richtig. Das finde ich gut. Ich habe mir mal überlegt, wir sollten mal eine Fotoshow machen. Das finde ich großartig. Ich finde, auf dem Markt gibt es so wahnsinnig viele Sachen. Mhm. Du kannst YouTube gucken, du kannst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, du kannst überall irgendwie was. Das Einzige, was es noch nicht gibt, ist uns beide. Und das müssen wir dringend mal nachholen, weil wir gucken hinter die Kulissen. Korrekt. Was erwartet dich bei diesem Sendungskonzept? Also wir haben gemacht kurze Interviews mit tollen Fotografen oder auch sonstigen Fotofachleuten am Markt. Die werden dich hier in den nächsten Wochen erwarten. Ja. Wir haben Leute aus der Branche besucht und haben gesagt, okay, zeig doch mal, was du so machst, was du so kannst. Wir haben auch noch ganz viele weitere im Petto. Wenn dir das gefallen sollte da draußen und euch das gefallen sollte, dann machen wir da auch weiter. Wir haben eine Techniksprechstunde initiiert. Wir haben also einen Technikfachmann in die Sendung geholt und haben euch da draußen bei Facebook in einer Gruppe, die ich administriere, gefragt, ob ihr Fragen an denjenigen habt. Und ihr hattet welche, die habe ich demjenigen gestellt, hier im Studio. Wir haben jede Woche einen Foto-Handy-Tipp mit am Start. Wir haben jemanden, der sich mit der Handyfotografie auskennt, den Friedrich Reinhold. Seht ihr nachher auch. Und der eben Fotograf in Hamburg ist und uns zur Verfügung steht für alle möglichen Fototipps, was die Handyfotografie betrifft. Genau. Und dann haben wir noch was ganz Tolles gesagt. Wir zwei, wir sind ja nicht nur visuell drauf, sondern wir lesen auch gern. Ja. Wir haben für euch da draußen noch das Fotobuch des Monats. Genau. Und das ist das, was euch so in den nächsten Monaten hier erwartet. Wir haben drei Sendungen produziert, wir zwei. Und dann gucken wir uns mal euer Feedback an, nehmen das auch gerne auf, was ihr so wollt, sagen auch zum Ende des Videos nochmal was dazu, was wir uns aus der Community unbedingt wünschen würden. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir beide sind motiviert, glaube ich. Geht so. Oh, tatsächlich? Natürlich. Ach so, ich dachte schon, du scherzt. Nein. Und uns beiden liegt der Scherz ja fern, wie jeder weiß. Völlig. Wir sind sowas von ernste norddeutsche Jungs. Total, absolut. Wir mögen ja eigentlich gar keinen Spaß. Nein, das wird auch eher jetzt Vorlesungscharakter haben, die ganze Veranstaltung. Und jetzt ist auch Schluss mit lustig. Ach so, dann bin ich doch falsch. Ja. Ich habe gedacht, wir machen hier gut, ist egal. Nein, Frank, nicht so, wie du das sonst immer machst. Das ist jetzt mit Substanz. Aha. Ja, natürlich. Ach so, das ist also was ganz anderes als das, was es sonst so bei YouTube gibt. Im Prinzip ja, weil wir gucken ja, wir kommen ja an die Leute ran, die wirklich von Fotografie leben. Und Chefredakteure von Zeitungen, Profifotografen, die damit ihr Geld verdienen. Beispielsweise der Friedo, den du vorhin angesprochen hast, der ist ja seit Jahren denn Profifotograf und kennt sich damit wirklich aus und hat sich jetzt für uns extra mit Handy beschäftigt. Und zwar nicht nur mit, wo gucke ich durch beim Handy, wo drücke ich drauf, was gibt es da für Vorsatzlinsen, was kann man für, da gibt es jetzt neu von Profoto einen neuen Blitz, der extra über Bluetooth mit Handy funktioniert, das wird er uns zeigen. Da gibt es also wirklich aus jeder Ecke irgendwas total Spannendes zu gucken. Und ich bin wirklich gespannt, wer uns da noch alles so über den Weg läuft. Die uns schon über den Weg gelaufen sind, waren hammerinteressant. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns dann auch gleich mal den ersten Beitrag an, weil wenn wir jetzt so weitermachen, dann ist die erste Folge eigentlich mit der Einführung durch, ne? Das stimmt. Ich hatte noch was vergessen, was du auch schon weißt. Wir haben auch versucht, für jede Sendung ein internationales Interview irgendwie mitzubringen, also jemanden aus dem englischsprachigen Raum zu nehmen. Seid uns nicht böse, wenn ihr des Englischen vielleicht nicht ganz so mächtig seid. Das ist einfach so, weil wir gesagt haben, okay, das Format soll auch etwas anderes sein als das, was es sonst so auf YouTube gibt. Und ich glaube, es gibt sowas tatsächlich gar nicht. Also der erste Beitrag, den ihr gleich sehen werdet, ist, da haben wir den Anders von Kotte besucht in Hamburg. Genau. Aber der kann Deutsch. Der kann sehr gut Deutsch. Ja. Aber das ist auch jemand, der sonst auf YouTube so nicht dieser Art und Weise wahrscheinlich stattfindet. Ja. Weil der ist Fotograf und kümmert sich ums Fotografieren und nicht darum, Menschen bei YouTube zu bespaßen. Und so haben wir viele weitere besucht und das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns den Beitrag von Anatol gemeinsam mal an. Unbedingt, wir checken im Hotel ein. So machen wir das. Hotel Anatol. Hey, willkommen im kleinen Schwarzen, was jetzt für 2 Jahre Hotel Anatol hat. Kommt rein.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Anatol filmen und interviewen dürfen. Wir sind hier zu Gast im Hotel Anatol. Anatol Kotte, weltbekannter Fotograf, Schirmherr in Oberstdorf gewesen und jetzt hat er sogar sein eigenes Hotel in Hamburg. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Oh ja, also Ralf und Tina oder Tina und Ralf, die das Hotel hier machen, heißt ja eigentlich das kleine Schwarze, haben mich gefragt, das erste Mal vor 9 Jahren, ob ich nicht irgendwie was beisteuern will für eine Ausstellung. Und da waren 20, 30 Fotografen, Fotografinnen, die alle zu einem Thema hier was gemacht haben. Und das haben sie jedes Jahr wiederholt. Immer ein Thema, immer mehrere Fotografen, Fotografinnen. Und das ist jetzt das erste Mal, also wir haben mich vor einem Jahr, haben sie mich gefragt, ob ich nicht mal das Hotel ganz alleine bespielen will. Also sie haben jedes Jahr wieder ein neues Thema, umbauen, umstreichen, umhängen. Es war wirklich wahnsinnig. Und um da ein bisschen Ruhe reinzubringen, haben sie gesagt, jetzt machen sie mal mit einem Künstler und das bleibt dann 2 Jahre. Das heißt jetzt für 2 Jahre Hotel Anatol, intern ist natürlich, geht eigentlich rechtlich, glaube ich, gar nicht mal so einfach, aber weil sie eigentlich auch Bed and Breakfast sind, aber ist ein Spaß und passt irgendwie. Es gibt tatsächlich ein Hotel Anatol, habe ich gesehen, mehrere, ja, sogar im Meran und so, ja, ganz lustig. Das Hotel hat ja mehrere Zimmer. Genau. Und du hattest ja die Möglichkeit, du hast bist mit mir ja schon einmal durchgegangen und ich habe mal so ein bisschen gucken können. Du hast ja in jedem Zimmer eine eigene Welt quasi aufgebaut. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Was gibt es da für verschiedene Zimmer und wie kommst du dazu, gerade die Zimmer so zu nehmen, wie du sie gestaltet hast? Ja, also ich habe natürlich am Anfang habe ich überlegt, was machst du hier? Hängst du jetzt einfach nur Fotos hin oder... Ja, besorgst ein paar Möbel, ich richte ja auch gerne ein und so Sachen. Aber ich habe mir dann überlegt, so für den Gast, die sind wirklich auch immer ausgebucht hier, muss man echt sagen. Haben auch also Gäste, die immer wieder kommen, da musst du irgendwie so auf eine Reise mitnehmen. Ne? Und wenn das Ding dann schon so Hotel Anatol heißen soll, dann ist das diese Welt, die so, sage ich mal, meine Herkunft vielleicht beleuchtet, irgendwie meinen Werdegang, was ich mache, was mich beschäftigt, was mich inspiriert, wie ich lebe, all diese Dinge natürlich so, dass es auch Spaß macht, in dem Raum zu sein. Also es ist so eine Mischung zwischen Einrichten, ein bisschen was erzählen, ein bisschen ja, gestalten und natürlich auch meine Arbeiten zeigen. Und so habe ich jedem Zimmer eigentlich ein Thema gegeben. Also es gibt halt 8 Zimmer und den Campingwagen draußen und den Frühstücksraum und den Empfang und die Flure und das Treppenhaus und so weiter. Und habe quasi jedem Zimmer ein Thema gegeben. Hier sind wir jetzt gerade im sogenannten Messi-Zimmer. Gibt ja überall auch diese Messing-Schilder, wo alles nochmal erklärt und draufsteht. Hier geht es eigentlich darum, wie ich in meinem Studio bzw. zu Hause lebe. Also wir haben dieses Stringregal, was man hier im Hintergrund sieht, aufgefüllt mit den Dingen, die sonst in meinem Studio auch oder zu Hause im Regal stehen, die ich halt in 56 Jahren zusammengesammelt oder vererbt oder gefunden, gekauft, sonst zu mir gekommen sind. Also da gibt es zu jedem Ding, kann ich dir jetzt eine Geschichte erzählen, das wäre abendfüllend, ja. So, das ist das Messi-Zimmer. Also das beleuchtet so ein bisschen mein, ich schmeiß halt nichts weg. So, ne? So. Was man halt so macht. Genau, genau. So, und dann gibt es ein Zimmer, das graue Zimmer. Das ist das Studio Grau aus meinem Berliner bzw. Hamburger Studio, wo ich meine Porträts mache. Das ganze Zimmer ist grau. Also da ist nichts, was nicht grau ist, außer dem Fernseher. Den durfte ich nicht pinseln. Ne, der sieht auch so aus. So, und dann gibt es ein Zimmer, das habe ich, das so vielleicht das Persönlichste, das habe ich meiner Mutter gewidmet. Dann gibt es ein Zimmer, was... Polaroid hatten wir? Ja, genau, das Polaroid-Zimmer. Also dreht sich alles, war ja ganz wichtig für mich, Polaroids in allen Formaten von 8x10 bis SX70. Also da geht es um Polaroid. Dann gibt es ein Zimmer, das ist das Hotelzimmer. Also da... Ich früher halt 300 Tage im Jahr unterwegs war, habe ich halt immer in Hotelzimmern gewohnt. Da habe ich so ein paar Sachen auch mal
mitgenommen und die sind da ausgestellt, beziehungsweise auch habe ich jedes Mal, wenn es sich gelohnt hat, und das war oft der Fall, ein Foto gemacht aus meinem, der Blick aus meinem Zimmer. Und da hängen ein paar Arbeiten. Dann gibt es das Zimmer, wo meine Sammlung von Fotografien, die ich quasi gesammelt habe, auf welchem Weg ich also getauscht, gekauft, ergaunert, erschlichen, sonst wie gesammelt habe, so im Laufe der Zeit, ist ganz schön eigentlich. Da sieht man halt auch so, auch an diesem Raum sieht man, was mich auch geprägt hat natürlich, ne? Was mich beeinflusst hat. Da hängen Fotografen, die ich toll finde. Da sieht man auch Parallelen dann zu meinen Arbeiten wieder, ne? Also das Ist das ist so ein schon, Lieblingsbild? ja, also ja, eigentlich alle. Also da hängen, Ja. glaube ich, über 20 Bilder, die möchte ich alle nicht wieder hergeben. Ne? Also ja, dann gibt es den Selfie. Frühstück, das Selfie-Zimmer, genau, Selfie-Zimmer. das ist ein witzigerweise auch ein Einzelzimmer, also da kann man auch nur alleine wohnen. Es ist ein kleines Bett und ja, ich mache gerne Selfies. Habe ich schon immer gemacht, früher als analog schon immer Selfies, Polaroid-Selfies, whatever-Selfies. Und da habe ich das mal ausgelebt und habe sie alle oder die Spitze des Eisbergs mal ausgedruckt und hingehängt. Aber auch so ein bisschen natürlich auch Texte zu dem Thema Selfie und die Fragwürdigkeit des Selfie-Machens und so weiter beleuchtet. Dann gibt es den Professional Room. Der ist mit einer riesen Weltkarte tapeziert, die wiederum mit Quellcodes versehen ist, auf der ganzen Welt verstreut. Und wenn man darauf geht, dann kriegt man sozusagen Making-of-Bilder von diesen Orten. Ne? Also Ja. von, ja, Also mit dem Handy und guck, dann mit du dem gehst mit, QR-Code genau, einfach scannen und und dann wirst dann du auf die Seite ist man, gelinkt ja. und da siehst du dann Making-of-Bilder in diesen Ländern, in diesen Städten. Ja. Das ist, glaube ich, so ganz, weil es der Professional Room ist, der wiederum dann auch die Arbeiten zeigt, die ich als professioneller Fotograf gemacht habe, jahrelang. Und ja, dann gibt es den Frühstücksraum, da ist Kuba das Thema, was zum einen war ich da schon oft, zum anderen habe ich Familie von da, die da, also meine Großmutter war Kubanerin und mein Urgroßvater hat da Business gemacht und liegt da auch, wir haben da ein Familiengrab und so, und da gibt es so ein lustige Parallelen. Meine erste Kamera ist eine EXA. Das ist auch die Kamera von Che Guevara gewesen. Die hängt auch da oben. Also nicht die Kamera, aber ein Foto von der Kamera. Und was ich im Revolutionsmuseum mal gemacht habe. Ja. Was ist? Waren wir schon bei 8? Ja, ich glaube, wir haben Selfie, fast Collector, alle schon Professional, durch. Polaroid, Messi, Ja. Gray, Christiane. Ne, eins fehlt noch. Ach so, das Hotel Room. Ja, Hotel, genau, Hotel. acht, genau. Ja. Gibt es ein Lieblingszimmer? Da, also, es ist verrückt, aber es funktioniert. Ich fühle mich am wohlsten in diesem hier, weil es einfach aussieht wie bei mir im Studio oder zu Hause. Es sind Ja. dieselben Wandfarben, die ich, also die Wandfarbe habe ich zu Hause, aber dasselbe Regalsystem habe ich zu Hause und im Studio und es sieht auch genauso aus. Noch ein paar Bücher dabei, aber wirklich, Ja. hier fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Man kann also eine ganze Menge über dich hier Ja. lernen. Ich habe eine Sache gelernt, dass du einen sehr sympathischen zweiten Vornamen hast. Ja, genau. Ja, wusste ich bis dato Namensvetter gar nicht. wusstest du gar Wusste ich nicht. auch noch Und nicht. dann Also schon Christian. Namensvetter finde ich Ja. großartig. Hatten wir das Also, nicht schon mal, das Thema? Nee, nein! nee. Ja. Ja, meine Mutter halt, Christiane, Christian. Genau, Ja, deswegen. und dann, ah, okay. Ja. Ja, genau. Und ganz blöde Frage, aber für alle, die sich jetzt dafür interessieren, sich das Hotel Anatol im kleinen Schwarzen mal angucken wollen in Hamburg, darf man hier auch gucken oder muss man dann oder darf man hier auch gleich ein Zimmer buchen? Also, wir hatten besprochen gestern, dass es vielleicht ein paar Führungen gibt. Die müssen natürlich Okay. gut getimed sein, weil die wirklich immer irgendwie ausgebucht sind. Aber ich denke, wenn man das abspricht, auch mit den Gästen und sagt, pass mal auf, da kommt ein Trupp Leute und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Das haben wir gerade so anmoderiert. Das wird man dann auf der Webseite vom kleinen Schwarzen, wird man das erfahren dann. Die blenden wir natürlich unten ein, Ne? damit man Ja. auch Genau. sieht, wo Und man ansonsten buchen und man kann auch dich alle, finden also oder die kann. meisten Arbeiten natürlich kaufen. Klar, also gibt ja immer Leute und das ist eigentlich auch das Schöne, ne? So, dass klar, jetzt meine privaten Geschichten kann man nicht kaufen, aber viel Fotografie kann man natürlich auch käuflich erwerben. Ja, wunderbar. Ja. Prima.
Lieber Anatol, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, vor der Vernissage mit uns nochmal kurz zu reden. Und durchgeschwitzt. Ich hoffe, dass wir dich mal auch im Studio besuchen dürfen, wenn du eine Produktion hast. Hattest du ja neulich erwähnt, dass da eventuell mal absolut was ginge, weil bei Fotografen hinter die Kulissen zu gucken, ist natürlich großartig und spannend. Und dafür bedanke ich mich jetzt schon. Also hab ganz herzlichen Dank. Danke fürs Kommen. Und viel Erfolg bei der Vernissage. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Wir kommen zurück ins Studio aus dem Hotel Anatol. Wie hat es dir gefallen? Ja, es war natürlich irgendwie beeindruckend, schon zu sehen, wie er so das alles aus seinem privaten Umfeld, also so Kindheitserinnerungen, sowas in so Zimmer gepackt hat. Ja, also irgendwie so ein bisschen mehr wie zu Hause hatte ich so den Eindruck, als dass ich in so ein Hotel reinkomme. Und ich habe viele Hotels auf dieser Welt gesehen, die meisten, viele geben sich ja heute Mühe, so Boutique-Hotels, dass das so ein bisschen wohnlich aussieht und eher so ein bisschen irgendwie auch individuell. Aber da war es doch nochmal so ein bisschen ganz anders, ne? Und das so, hier ist doch einiges passiert anscheinend. Also ich frage mich ganz ehrlich unter uns, ich frage mich, ob jetzt sein Zuhause eigentlich komplett leer ist. Weil da war ja so unglaublich viel. Und ich fand das total spannend, was man so alles auf Reisen irgendwie so von Hausschuhen irgendwie und dies und das. Zusammen und so, das ist ja unglaublich, wo der überall war. Ja, und auch ulkig, wie kommst du auf so ein Fotoprojekt, einfach irgendwie junge Mädchen auf der Straße anzusprechen und zu sagen, ich mache hier ein Polaroid. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie geil, ne? Also ich weiß nicht. Ja, aber da man muss erstmal. Warum? Weil er es kann. Ja, und weil er natürlich irgendwie auch Fotograf ist, ne? So, und eben. Auch eine Geschichte zu erzählen hat und auch mit den Bildern sicher Geschichten erzählt. Und das war richtig guter. Das war wirklich schön zu sehen, ja. Und wie gesagt, er hat uns ja eingeladen, dass wir wiederkommen dürfen. Das wäre jetzt meine nächste Geschichte, die wir unbedingt unseren Zuschauern mal dringend klar machen müssen, weil es wichtig ist. Eine Geschichte von unserer ganzen, unser Konzept ist, dass ihr euch das angucken könnt, die Filme, die wir euch jetzt vorstellen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung mal dazu gibt und sagt, wollt ihr jetzt mehr von dem Fotografen oder von der Fotografin oder von dem Redakteur oder der Redakteurin oder von unseren ganzen Interviewpartnern, wollt ihr da mehr sehen? Wenn ihr da mehr sehen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail oder kommentiert am besten unter dem Video. Unbedingt. Das ist fast noch schöner, direkt unter dem Video kommentieren, weil dann können auch andere darauf wieder antworten. Das ist bei Mails ja immer so ein bisschen eindimensional, hätte ich fast gesagt. Und bei in so einer Community wie hier bei YouTube ist ja schön, dass auch andere dann wieder kommentieren können und sagen, nee, du hast nicht recht, das war doch nicht so spannend oder weiß der Geil was. Dann können wir uns ein Meinungsbild machen und das hilft uns natürlich auch für zukünftige Sendungen. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, wir haben drei im Prinzip durchproduziert, was die Interviews betrifft. Genau. Aber was danach passiert, da seid ihr gefragt. Liegt in eurer Hand. Also wir sind hier für euch. Wir machen das nicht für uns, wir machen das für euch, weil wir mit euch zusammen zeigen wollen, wie die Fotografie, die Profifotografie, die Fotografie, die Amateurfotografie und grundsätzlich alles so hinter den Kulissen funktioniert. Und was euch interessiert, wollen wir wissen. Mhm. Deswegen lasst uns irgendwie teilhaben daran. Wenn ihr das toll findet, sagt uns Bescheid. Wenn ihr das nicht so toll findet, sagt uns auch gerne Bescheid. Wir können nur davon lernen, wenn wir Kritik kriegen. Wir können aber auch davon lernen, wenn ihr sagt, finden wir super, macht weiter so. Mhm. Oder von dem wollen wir noch was sehen. Soll heißen, Anatol hat uns eingeladen. Wenn ihr das jetzt klasse findet mit Anatol, die Geschichte mit dem Hotel, und ihr sagt, wir wollen unbedingt mal bei einem Shooting dabei sein, bei Anatol im Studio, sagt uns das, dann gehen wir hin und sagen, Anatol, wir haben so viele Leute, die das interessieren, lasst uns da vorbeigehen und wir machen eine Geschichte darüber und dann machen wir Teil 2, Anatol, wie ihr mögt. So ist das Ganze gemeint. Und dann leiten wir über zum nächsten Punkt, da ist mir auch wichtig, dass ihr vielleicht mal sagt, das gefällt uns oder das macht so einfach keinen Sinn in diesem Format. Wir haben Michael Gutmann gewonnen. Michael ist Produktmanager für Kameras und Objektive im Hause Olympus. Da muss ich ein kleines Disclaimer sagen, ich bin Olympus Markenbotschafter, darüber ist auch die Verbindung. Das heißt nicht, dass wir nur Olympus-Fragen hier in Zukunft beantworten, im Gegenteil. Wir haben jetzt, weil es eben der einfachere Weg war, gesagt, wir machen 3 Folgen mit Michael. Da habe ich eine gute Bindung zur Community und konnte gut Fragen einsammeln. Und gleichzeitig stand er sofort zur Verfügung. Aber auch da gilt, wenn du sagst, nee, ich habe hier Fuji-Fragen, dann kannst du die gerne hier drunter kommentieren und wir gucken, ob wir jemanden aus dem Hause Fuji für Sendung 4 oder sowas anladen kriegen. Eure Fragen helfen dabei, unsere nächsten Sendungen zu produzieren. So, jetzt schalten wir mal wieder quasi um, aus dem Studio raus. Das Lustige ist, mit dem Michael stehe ich auch hier. Nee. Das Set sieht ein kleines bisschen anders aus, aber in Wahrheit stehen wir quasi an derselben Stelle. Und ich habe eure Fragen gestellt und mal gucken, was der Michael darauf so geantwortet hat. Ich stehe hier heute mit unserem Kamera- und Fotoexperten von Olympus, mit Michael Gutmann. Wir haben eure Fragen für dieses Format innerhalb der Sendung eingesammelt in einer Facebook-Gruppe. Aber seid doch gern so gut, unter dem Video in den Kommentaren könnt ihr weitere Fragen stellen. Wenn da Fragen an Olympus zusammenkommen, dann laden wir den Michael super gerne nochmal in einer der nächsten Sendungen ein und dann beantworten wir auch eure Fragen an ihn.
Als erstes, Michael, würde ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du bei Olympus und warum bist du geeignet dazu, hier Fragen aus der Community zu beantworten? Oh, geeignet, weiß ich nicht. Ah, ich bin mir sehr sicher sogar. Du hast mich eingeladen. Richtig. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin Michael Gutmann, technischer Produktmanager für Olympus Europa. Ja, arbeite bei Olympus seit 10 Jahren und bin verantwortlich für alle Kameras aus technischer Sicht und die sozusagen die Kontaktperson zu Olympus Japan. Also ich, wenn ich nicht beantworten kann, dann muss ich Japan fragen und dann schauen wir mal. Also ich denke, ich schaffe das schon, die Fragen zu beantworten. Bestimmt. Du bist quasi ja derjenige, der aus technischer Sicht wahrscheinlich innerhalb Europas in der Organisation den größten Einblick in alles das, was technisch die Technik betrifft, so hat. Könnte ich mir vorstellen. Und das gilt für Objektive und für Kameras, richtig? Richtig, ja. Okay. Ja, sehr schön, Michael. Wie gesagt, wir haben eine Menge Fragen eingesammelt. Ich versuche mal, die ein oder andere davon zu stellen. Und zwar als erstes fragt Stefan Korda, wann gibt es eine neue EM1 mit neuem Sensor? Bislang wurden ja überwiegend Bausteine nur neu zusammengesetzt. Es fehlen echte Innovationen aus seiner Sicht. Die derzeitigen Sensoren passen einfach nicht zur hohen Qualität der Kameras. Die Gehäuse sind erstklassig, die Funktionen sind sehr genial, aber das Bild entsteht nun mal auf dem Sensor und der ist nach seiner Meinung nicht mehr zeitgemäß. Okay. Ich könnte mir vorstellen, du kannst natürlich nichts zu zukünftigen Entwicklungen sagen, aber bestimmt arbeitet irgendjemand an neuer Sensortechnologie, hoffe ich doch mal. Ja, also in Olympus haben wir ja einige Entwickler, die dürfen ja nicht gelangweilt rumsitzen, ne? Also die arbeiten an bestimmten Sachen. Ob und wann eine neue Kamera kommt, wissen wir in Europa oft auch nicht oder nicht zu frühzeitig. Und selbst dann können wir das nicht kommentieren, weil das ja erst veröffentlicht werden darf, wenn die Kamera dann fertig ist. Hat verschiedene Gründe, zum Beispiel auch Patentgründe, wenn man ein Patent angemeldet hat. Wenn das zu früh online geht, dann wäre das nicht so toll. Was neuen Sensor angeht, ist mir nichts bekannt in Europa, aber ich muss auch sagen, dass der Hype an neuen Sensoren mir persönlich ein bisschen seltsam vorkommt, weil das Bild nicht nur auf dem Sensor entsteht. Das Wichtige an der Kamera ist, dass alles zusammenpasst und es fängt beim Objektiv an. Qualitativ, wenn das Objektiv nicht überträgt, kann ich hinten auch einen 100 Millionen Pixel Sensor haben, das hilft nicht weiter. Von daher muss das System miteinander abgestimmt sein und Sensor allein macht kein gutes Bild. Okay. Ich glaube, ist eine gute und ausführliche Antwort auf die Frage. Dann habe ich eine Frage von Thomas Helber. Und der Thomas, der fragt, wann wird das angesagte oder angekündigte 150-400 in Deutschland in den Handel kommen? Und gibt es eine Idee, was das so in etwa kosten wird? Also wir hatten ja das 150-400 zu EM1X Launch Mockup und Development Announcement gemacht. Und damals gesagt, dass es 2020 auf den Markt kommt. Mehr kann ich da leider nicht zu sagen. Okay. Und Preis ist auch noch nicht bekannt. Wahrscheinlich weiß den Olympus Japan im Moment nicht. Ne? Wenn die Entwicklung nicht ganz fertig ist, könnte ich mir vorstellen, selbst da weiß man nicht ganz genau. Aber ja. Günther Haas hat eine Frage. Und er fragt, ich glaube, da bist du nicht der hundertprozentig richtige Ansprechpartner. Aber ich versuch's mal. Warum ständig diese Cashback-Aktion? Kaum hat man eine teilgenommen, gibt es die nächste mit noch mehr Cashback und man darf sich ärgern. Gut, da sage ich gleich noch zwei Worte zu. Warum nicht einfach sinnvolle und realistische konkurrenzfähige Preise für alle Kunden heute und morgen und nicht heute so und morgen anders? Da hast du schon angedeutet, da bin ich der Falsche, weil ich Olympus Europa bin und das ist der deutsche Markt und die Entscheidungen werden in Olympus Deutschland getroffen. Ja. Dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen. Also, Also ich würde da mal was Allgemeines vielleicht gerne zu sagen wollen, weil diese Cashback-Aktion gibt es ja nicht nur bei euch, sondern bei vielen Herstellern, auch in vielen verschiedenen Branchen, wenn man ehrlich ist. Natürlich kann man unter Umständen ein Vierteljahr später die Kamera mit mehr Cashback, also zu einem günstigeren Preis bekommen. Die Frage ist nur, wenn man in diesem Vierteljahr Fotos machen hätte wollen, dann hilft einem das nichts, dass sie ein Vierteljahr später billiger ist, weil man hat keine Fotos gemacht. Insofern, man kauft natürlich immer zu dem Preis, der gerade zu dem Zeitpunkt aktuell ist. Ich finde das ganze Cashback-Thema ehrlicherweise gar nicht so bisher bei euch im Haus, weil das hält sich sogar noch in Grenzen bei vielen anderen Herstellern auch so ein bisschen merkwürdig, dass es permanente Cashbacks gibt und auch sehr hohe Cashbacks. Das weiß ich auch nicht, wie das zustande kommt und kann mir das nicht so richtig erklären. Aber man kauft die Kamera doch immer zu dem Preis, die sie einem in dem Moment wert ist. Und wenn man sie dann nicht kauft und sagt, sie ist bestimmt demnächst billiger, dann kauft man nie eine. Meine Meinung. Norbert Heiermeier, der fragt, Olympus rüstet seine Kameras ja immer gern mit neuer Firmware auf. Ich hätte gerne eine Funktion, okay, das finde ich interessant, weil ich hätte die auch gern,
bei der das Histogramm des aktuellen Bildausschnittes angezeigt wird. So wie Nikon das heute schon macht. Das heißt, man kann reinzoomen und einen Bildabschnitt beurteilen. Und dann wird genau von diesem Bildausschnitt das Histogramm angezeigt. Und er hätte gern ein Favoritenmenü, in dem man die Menüpunkte eintragen kann, die man am häufigsten benutzt. Am besten direkt mit einer Taste aufrufbar. Gut, also das My-Menü haben wir ja eingeführt mit der EM1X. Das wird sicherlich dann auch in Zukunft auf andere Kameras übertragen, auch wenn wir das noch nicht gemacht haben. Histogramm, ja, kann ich weiterleiten. Ist mir jetzt selbst noch nicht, bin in der Richtung noch nicht gefragt worden. Okay. Aber kann ich gerne als Feedback an unsere japanischen Kollegen weiterleiten. Ja, sehr gerne. Also ich glaube schon, dass das zum Beurteilen von bestimmten Bildbereichen natürlich schön ist. Ne? Wenn du auf dem Bildausschnitt nicht genau sehen kannst, ist das jetzt ausgebrannt oder nicht, und dann wird dir das Histogramm von einem Ausschnitt des Himmels angezeigt. Da weißt du natürlich genau, wie groß der Himmel ist, denn in der Tat ist das Histogramm ja eher ein bisschen klein auf diesen Kameradisplays, auch auf euren. Und dann ist oft schwierig zu sagen, stößt das jetzt wirklich ganz hinten an und wie hoch ist das und welche Stelle stößt an? Ja, für diese Funktion nehme ich die Highlight. Die Überbelichtungswarnung. Habe ich immer an und ich mache auch Histogramm, diese Highlight nicht bei 255, sondern bei 250. Ah, okay. Und auch Shadow mache ich bei 5. Dann fangen die schon an zu zeigen, dass sie über- oder unterbelichtet sind, bevor das passiert. Und dann kann ich das beurteilen. Also dann können wir ja so ein bisschen Nerd-Talk noch machen. Wobei das Histogramm, was wir da sehen, das ist ja das Histogramm des JPEGs. Ja. Das heißt, sobald man im RAW fotografiert, hat man eh noch rechts und links des Histogramms, was man sieht, noch deutliche Reserven, richtig? Ja, okay. Das ist richtig. Mhm. Zwei machen wir noch, würde ich sagen. In dieser Folge. Ich habe eine von Dominik Palme. Der schreibt mir, er vermisst an der EM10 Mark II, ich nehme an den anderen Kameras auch ehrlicherweise, aber er wird die EM10 Mark II haben, die Funktion 4K-Foto, wie man sie von Panasonic kennt. Ist da was angedacht? Ist das überhaupt möglich? Ist das ein Firmware-Thema? Jetzt verstehe ich nicht, was 4K-Foto ist, dass man aus einem Video ein Foto rausnehmen kann. Genau, aus einem 4K-Video ein Foto rausnehmen. Ja, das mit der EM1X geht das. Also man kann sozusagen ein Einzelbild rausnehmen. Mhm. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kann das EM1 Mark II mit der neuen Firmware auch. Okay. Also die Funktion gibt es bei Olympus. EM10 Mark II wird das nicht mehr bekommen. Aber vielleicht eine Nachfolgerkamera in der 10er-Reihe. Ja, muss man fairerweise auch sagen. Es gab ja vor einigen Wochen auch ein Video zu der Kamera, die hier schon auf diesem Teller dreht, hier auf dem Kanal. Da muss man ja auch fairerweise sagen, dass die Kameras auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Und ich sag mal, die EM10 ist jetzt nicht gerade die Kamera für den ambitionierten, oberambitionierten Videodreher, der viel Video dreht und dann hinterher vielleicht noch ein Einzelbild braucht. Insofern kann ich durchaus verstehen, dass es das da nicht gibt, aber es gibt eben die passende Kamera für dich. Lass mich kurz nochmal gucken, Dominik, auch im Programm. Von Hamid Karam habe ich zwei Fragen. Zum einen, entwickelt Olympus die Kameras in Deutschland oder in Japan? Da habe ich eine Idee, wie das funktioniert. Und wird der Autofokus der EM1X nochmal verbessert werden über eine weitere Firmware-Version? Also die Entwicklung ist in Japan. Wir geben Input natürlich, geben Feedback zu den Entwicklern, aber die Entwicklung entsteht voll in Japan. Die ganze R&D ist in Japan. Wobei du auch immer mal wieder da bist. Ne? Ich sehe ja sozusagen, was du so... Ich sehe deine Flugmeilen, also nicht, weil dein Meilenkonto angesäuft, sondern weil ich in den sozialen Medien folge. Insofern, du bist auch schon mal da und nimmst dann auch die ein oder anderen Input halt mit und tauscht dich mit den Kollegen aus. Ne? Genau, ich bin nicht nur ich bin in Japan, sondern Japaner kommen auch hierher als Entwickler und fragen nach unserer Meinung, wie hier Funktionen im europäischen Markt funktionieren und nicht. Aber Entscheidungen werden dann in Japan getroffen, also haben wir keine Möglichkeit. Ich habe ja in meiner alten Firma einen ähnlichen Job gehabt, bin auch in der Welt rumgereist, um Feedback einzusammeln. Man kann nicht jedes Feedback umsetzen, weil dann wird eine Kamera nie fertig. Ja, klar. Und man muss Prioritäten setzen und die werden in Japan gesetzt. Okay, verstehe. Okay, Michael, vielen Dank. Halt die zweite Frage, wie war das? Die zweite Frage war, ob der Autofokus von der 1X nochmal verbessert wird. Ja, hatten wir ja schon bei der Vorstellung der EM1X gesagt, dass wir zum Beispiel die intelligente, wie heißt das jetzt auf Deutsch, intelligente... Fokusnachführung, würde ich sagen. Intelligent Subject Detection in Englisch, Objekterkennung. Weiterentwickelt wird und da wird sicherlich auch im AF noch einiges passieren. Genau. Okay. Vielen Dank, Michael, für diese erste Runde und euch weiter viel Spaß in der Sendung. Ja, gerne. Vielen lieben Dank an Michael Gutmann, dass du zur Verfügung gestanden hast und ich hoffe, wie gesagt, euch da draußen hat das gefallen und es hat euch einen Mehrwert gebracht.
am Anfang der Sendung habe ich schon mal gesagt, ich habe versucht, von den letzten Fotoreisen irgendwie auch international was mitzubringen, also das Englischsprachiges. Das kommt jetzt als nächstes. Und zwar war ich ulkigerweise auf einer Fotoreise in Georgien zu dem Zeitpunkt, als das Tiflis Fotofestival war. Mhm. Und da ich gesagt habe, okay, ich kenne den Christian gut, der ist ja irgendwie Fotofestival-Kurator hier in Deutschland vom Oberstdorfer Fotogipfel. Vor allen Dingen irgendwie. Vielleicht könnten wir das so ein bisschen irgendwie auch matchen und gucken, ob wir da eine Verbindung hinkriegen. Und dann habe ich die Leiterin des Tbilisi Fotofestivals angeschrieben und gesagt, würden Sie bereitstehen für so ein kurzes Interview? Dann sagte sie erstens, ich heiße du, nämlich Nestan und nicht sie. Und zweitens, ja klar, wollen wir das irgendwie machen. Und ich bin ein paar Tag, glaube ich, eher angereist als die Teilnehmer und habe das dann auf der Hotelterrasse gemacht. Und ich werde zum nächsten Tbilisi Fotofestival auch irgendwie den Christian und die Nestan nochmal in Verbindung bringen. Das hatte ich versprochen. Insofern, jetzt, wenn das Video rauskommt, passiert da sicherlich auch nochmal was. Und ich würde sagen, da gucken wir mal einmal rein, weil das ist, glaube ich, ein in Deutschland eher nicht so bekanntes Fotofestival. Okay. Genau, aber die haben natürlich tolle osteuropäische Fotografen am Start, die auch einen ganz anderen Blick haben als wir. Das ist ja auch immer wieder ulkig, dass so kulturell geprägte Fotografie sehr unterschiedlich ist. Gott sei Dank. Das stimmt, dass man mit demselben Werkzeug so unterschiedlichen Kram machen kann, ist ja das Faszinierende am Fotografieren. Also ähnlich wie beim Kochen, ne? So. Wir kommen ein bisschen davon weg, aber wenn man ehrlich ist, da sehen wir auch auf dem Oberstdorfer Fotogipfel, obwohl das Thema, sagen wir mal, ein einheitliches ist, wie jetzt im nächsten Jahr. Sport. Da werden ja sehr unterschiedliche Sportfotos sein, so wie es auch zuletzt war mit den anderen Mode. Themen. Bei Mode war es ja auch so, da hat jeder Fotograf immer einen völlig anderen Blickwinkel gehabt. Und finde ich hochgradig und spannend. Auch das ganz anders interpretiert. Ja. Und das ist das Coole, finde ich, am Fotografieren, dass man mit dem identischen Werkzeug im Zweifel so unterschiedliche Sachen machen kann. Und das ist in Tiflis, glaube ich, noch ein Ticken wahrscheinlich mehr der Fall. Wir schalten mal wieder raus in die weite Welt. Das Interview mit Nestan, sie stellt sich gleich auch noch mal kurz hier vor. Hello, I'm sitting here in Tbilisi. I'm sitting here with Nestan. Nestan is co-founder and director of the Tbilisi Photo Festival, and I'm very glad to have her here. Welcome to the show, Nestan. Thank you very much. Thank you for having me. Maybe you can tell us something about the history of Tbilisi Photo Festival. When was it founded, and why did you found it? We founded the festival back to 2010. Okay. So this year we are celebrating 10th edition, which is already a challenge because we had a decade behind us. Yeah. And the idea of creating Tbilisi Photo Festival was very precise. It is the first photography festival, annual international photography festival in Georgia, and even in the whole region of South Caucasus. Okay. We were the first. Okay. And we started thinking about founding the festival after 2008, when Russia, after the Russia-Georgian war. Yeah. And the idea, when I said that the idea was precise behind the creation of Tbilisi Photo Festival, we wanted to communicate with the rest of the world. One. Okay. We wanted to put Georgia on the cultural map, artistic map of Europe and internationally, like more widely. Okay. And we wanted to use the medium of photography as a kind of universal language, which we founders knew and are using and were using and will be using. And we wanted also to make it possible for our very big audience to learn this language and to communicate on with this language, because we think that photography helps a lot to understand the world we live in, for sure. Who we are, contemporary men and women, and what are the challenges we're facing in this in the world that we are part of. Okay. And what are you doing during these festivals? Do you only do exhibitions or also other programs like workshops or things like that? Or what are you doing? The program of festival consists in series of, it's a small festival. It's a small festival, but it's a very ambitious festival because I think a lot of German guys also know from Tbilisi Photo Festival. It's not so that nobody never heard about it. It's really, I heard about it, I think, the first time 5 years ago or something like that, and I had nothing to do with Georgia at that time. That's good. So the program of the festival consists normally in
small series of exhibitions in public talks, screenings. We regularly work on organizing of masterclasses and workshops. And also there is a central event of the festival, which is Night of Photography, which is open air night screenings that we and that was the first very event that we started festival with in 2010 in partnership with Les Rencontres d'Art, which is photography, like biggest, the most prestigious and oldest photography festivals in the world. So that's the program of the festival. Okay. And you're a co-founder, so who are the other founders? Are they still on board or did they quit? We are two co-founders. Okay. My friend, photographer Lionel Charrier, who is actually currently a photo editor of daily newspaper Libération. Okay. So he's a little bit busy for for a few last years. Hopefully. Yeah. He is very busy with his job that he is doing in the best way. And me. So now, unfortunately, I'm missing very much a co-founder because it was like real... I mean, the creation of the festival was a real result, fruit of our collaboration and coincidence of ideas and what we both wanted to do for Georgia at the very challenging moment just after the war with Russia. So, of course, I'm missing his professionalism, his competences, his approaches, but till now there is a team that is, renewing itself, refreshing itself, and now we're preparing for the 10th edition. Okay, I understand. And what are the plans for the future for Tbilisi Photo Festival? Do you have plans for the future? What are you thinking about it? Yeah, of course, we're making plans for futures, everybody, everywhere. And yes, the festival will continue because Tbilisi Photo Festival has become a very important platform. It has never been just a festival, you know. We always said that we are not interested in having festival just to have the festival and to make the festival. Yeah. So we are communicating on very challenging issues for Georgia, for region, for our whole world. And we see our role in that, and festival also sees its role in that, to be a platform that opens the vision of the modern land to its audience. And of course we are making plans for a festival will continue and hopefully it will strengthen and grow. And but there is already a very big and very important consequence that 10 years of existing Tbilisi Photo Festival made possible, and this is the creation of the first photography institution in Georgia and in South Cocotus, the institution that will be entirely focused on contemporary image, photography, new media, video. And the creation of this institution, of course, became possible thanks to the collections accumulated by Tbilisi Photo Festival, to know-how, to networks, and of course also to this terrible need of institutionalization of our activities. Yeah, I understand. Taking care of our visual culture, studying, researching, promoting, preserving, conserving, and making evident how rich visual traditions and traditions of visual culture in Georgia are. Okay. And do you have a lot of Georgian photographers during the festival in the exhibitions, or also international ones? Both. Okay. We work a lot, of course, with big names, let's say, international stars. Yes, normally you have to because you want to get the audience to visit the festival and the exhibitions. And also because we want to share what we have seen outside of Georgia. Okay, we want to share it here. Yeah. And fortunately, all these big artists, they're ready to support us and to come and to take part in festival program.
This is one point, very important. Another extremely important point is that the festival promotes and supports local and regional photography scenes, and not only by featuring their works in our program, but also trying to feature young, emerging, and very promising photography scene in Georgia or region, South Caucasus region, outside of region and outside of Georgia. And we are also making a lot of efforts to fundraise and to invest in improving professional skills of emerging photographers, distributing grants, so we can give opportunity to young photographers to work on their long-term projects here in Georgia or Armenia and Azerbaijan and region. We are supporting a lot, considerably, females in photography in South Caucasus. Yeah. So just to answer to your question again, yeah, we are working with both international and local and regional photographers. Yeah, that, I think that's important for a festival to spread photographers, of course, So if we have a look at the future of 2020, do you have an idea in which month the photo festival will be in 2020? Do you think normally September, September is fixed, right? Yeah, September is our month. So everybody, if something changes, you will be, I promise, you will be the first one? I will let know. I would be so glad about it. Maybe some of the German audience has fun visiting Tbilisi and Georgia. I can really recommend it. I will have a look at the festival as well, because I will stay a few weeks in Georgia and I will have a look at it. And yeah, maybe I can say something about later in this video about the things I've seen. And I wish you good luck for the festival for 2019. I'm so glad that you've been here, because yeah, I think you have a lot of work a few days before the festival. Yeah. So thank you. So I have to run. Yeah, so thank you so much. Thank you for having me. Yeah, you're welcome. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Also, weißt du, ich finde, also ganz ehrlich, du könntest dich eventuell noch ein bisschen anders hinstellen, finde ich, weil... eher so? Ja. Also ganz ehrlich, weil man kommt sonst auf komische Gedanken. Ich finde das ganz famos, wie deine Ohren stehen. Also keine Anzüglichkeiten, bitte. Hast du auch wieder recht, aber wir haben doch auch nicht aus Spaß dieses Zeug für Samstagabend angezogen. Wir wollen doch noch ausgehen, wir zwei. Ja, natürlich. Also wir machen jetzt natürlich erstmal kleine Fotoexkursion auf den Kiez. Ja. Und gucken mal, was wir da so drehen können. Ne? Okay. Ja. Also ich glaube, da reißen wir schon eine ganze Zeit. Sag, bist du verrückt geworden? Hallo? Stopp, mach aus das Zeug. Matthias, mach das aus. Mach das aus. Gut, jetzt habt ihr unsere wahre Natur erlebt. Das ist natürlich jetzt höchst ärgerlich. Mir ist so warm unter diesem Ding, das ist ja fürchterlich. Nein, aber das ist schon in Ordnung. Also ich finde das schon, wirklich, dass du hier als Einhorn durch die geht, das hat schon doch so ein bisschen was mit deinem Charakter zu tun. Also so Wunscherfüller und so ein bisschen, also ich bin ja eher so ein bisschen Donnie Darko-mäßig unterwegs, ehrlich gesagt. Ne? Und, dass du so... Am Ende vom Regenbogen oder was? Oder was ist los? Wir wollten hier seriös den Artikel von Nestern abmoderieren. Ja, mach das doch. Ja, bitte. Und das geht jetzt nicht. Ich bitte doch darum. Weil du musst doch nicht wirklich hier auch noch so rumlaufen. Also ganz ehrlich, das war vorher auch Handschuhe, völlig... Ich finde deine Handschuhe völlig, mega. Die sind der Oberhammer. Guck mal, wieso Handschuhe? Das ist meine Hand. Das ist die Pfote. Das ist meine Hand. Amigo. So, jetzt, aber also, bitte, jetzt machen wir schnell hier, damit das wirklich, also ehrlich. Ne? Vielen Dank an Nessa, dass du dafür zur Verfügung gestanden hast. Wir sehen nicht immer so aus, sondern nur am Samstagabend eigentlich. Und dann, wenn die Kamera nicht läuft, wir schalten mal weiter rüber. Was kommt denn jetzt? Ach ja, jetzt kommt der Friedrun. Ja. Der Friedrun Reinhold, unser Handyfotograf, der stellt sich kurz ein Video vor. Und ab nächster Folge gibt es dann sozusagen immer quasi ein Lehrvideo zum Thema Handyfotograf von ihm. Jetzt schalten wir mal rüber in sein Studio. Sag mal ehrlich, bist du ein bisschen aufgeregt jetzt? Ich sehe was, was du nicht siehst.
Als gebürtiger Schweizer habe ich vor vielen Jahren in Hamburg meine Heimat gefunden. In dieser offenen und interessanten Stadt, in der mehrere Wetter an einem Tag zu spüren sind, habe ich mich sofort wohlgefühlt und viele wertvolle Freundschaften geschlossen. Hamburg ist auch zu meiner Perle geworden. Hier lebe und arbeite ich seit über 3 Jahrzehnten als Fotograf. Viele Jahre lang war ich für meine Kunden weltweit unterwegs. Immer auf der Suche nach guten und neuen Bildern. Ein gutes Foto muss mich berühren, fesseln, in den Bann ziehen. Ich möchte dieses Foto immer wieder anschauen, um Neues darin zu entdecken und mich daran zu freuen. Ich bin nervös bei Männern, aber Raphael ist kurz davor. Menschen in ihrem Umfeld mit den unterschiedlichsten Berufen und Charakteren interessieren mich. Das ist mein beruflicher Schwerpunkt und meine tägliche Arbeit. Für meine Kunden realisiere ich die Fotos, die sie im Leben weiterbringen. Hier verstehe ich mich als Dienstleister. Diese Fotos helfen den abgebildeten Personen, ihre Ziele leichter zu erreichen, indem sie durch die guten Bilder in Kontakt mit den Menschen kommen, die ihnen weiterhelfen können. Für Unternehmen fotografiere ich überwiegend im Imagebereich. Diese Fotos werden vielfältig eingesetzt, heutzutage jedoch überwiegend für Online-Medien, Geschäftsberichte und Image-Drucksachen. Bei dieser Tätigkeit komme ich oft an Orte und begegne Persönlichkeiten, die mir normalerweise nicht so leicht zugänglich sind. Das sind für mich immer besondere Lebensmomente, in denen ich mich reich beschenkt fühle und solche Aufträge besonders gerne annehme. Bei meinen freien Projekten gehören neben interessanten Personen auch Landschaften oder Stilllifes zu meinen Genres. Dabei folge ich nur meiner Intuition und lasse mich nicht nur von schönen Dingen inspirieren. Der serielle Charakter oder eine ikonenhafte Sichtweise stehen hier im Vordergrund. Viele dieser Fotos hingen in Ausstellungen und wurden international ausgezeichnet. Als Werkzeug verwende ich die unterschiedlichsten Kameras und Lichtsettings. Dazu gehören neben hochauflösenden Systemkameras, perfekten Objektiven, auch zunehmend Smartphones mit all ihren neuen, fantastischen, kreativen Möglichkeiten. Mir ist ein hohes Maß an Kontrolle wichtig, damit das Bild später auch so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Dazu fotografiere ich überwiegend mit inszeniertem Licht. Denn auf dem fertigen Bild sehe ich nicht, mit welcher Kamera das Bild gemacht wurde, das Licht hingegen schon. Nur so kann ich immer und überall das Foto so gestalten, wie ich es haben möchte. Meine Arbeit, in Anführungsstrichen, macht mir sehr viel Spaß und ich liebe, was ich tue. Denn ich habe den tollsten Job der Welt. Und ja, es ist für mich sehr viel mehr als nur ein Job. Mein Wissen gebe ich in Masterclasses, Personal Coachings oder meinem Lehrauftrag an einer Universität gerne weiter. Ich bin immer gespannt auf die neuen Fotos, die ich noch nicht gemacht habe. Wenn ich mal keine Kamera in der Hand habe, dann genieße ich mein Leben mit meiner Familie in der Natur, einem guten Essen oder Wein, denn wer nicht genießt, wird ungenießbar. So, jetzt kommen wir aus dem Bereich der kleinen Fotografie, der Handyfotografie, der, wie nennst du die immer so freundlich? Oh, ich sag dazu ja manchmal Backblechfotografen. Backblechfotografen. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich fand das total spannend. Also ich bin gespannt, was von ihm kommt. Ja, ich auch. Wobei wir schon ein bisschen mehr wissen, als ihr jetzt sehen konntet. Aber, ja, aber das verraten wir ja vorsichtshalber nicht. So. Ich finde es schon interessant, dass jemand wie Friedrun, der nun wirklich von Analogfotografie, von der Pike auf alles gelernt hat, sich jetzt mit so einem Medium beschäftigt. Total. Und wie er damit umgeht, wie er da rangeht, der geht ja auch aus einem völlig anderen, Winkel ran, als wir an die Fotografie rangehen. Ja. Und ich denke, da ist es gerade die Kombi zwischen Friedrun und der Backblechfotografie, wie du sie immer so freundlich nennst,
die uns, glaube ich, da noch eine ganze Menge zeigt und kreative Möglichkeiten aufzeigt. Auch vor allen Dingen nicht einfach nur, ich halte es jetzt da vorne und mache ein Selfie oder irgendwie sowas, sondern was man damit alles so mit Licht, Friedrich arbeitet ja schon seit Ewigkeiten mit Licht als Profifotograf, mit seinem Studio-Equipment und so weiter, der weiß ja, wie das geht. Licht ist ja nicht einfach nur anmachen, sondern Licht ist wirklich sehen, man muss Licht sehen können, das ist wichtig, wenn man Licht machen möchte. Gibt ja ganz viele Leute, die sich dann irgendwie so eine billige Blitzanlage kaufen, die hinstellen und sich dann basserstaunt sind, warum das alles nicht aussieht. Und von daher, auch da gibt uns Friedrich natürlich dann Tipps in den nächsten Folgen, nicht nur bei Backblech-Fotografie, sondern auch, wie man halt Licht gucken kann. Das finde ich hochgradig interessant. Ja, und vor allem, weil er eben quasi so ein bisschen, habe ich den Eindruck, versucht, die klassische Fotografie auf die Handyfotografie zu übertragen. Ja, genau. Das ist ja nicht der normale Weg. Ja, genau. Wir beide benutzen ja auch Handys zum Fotografieren, muss man ganz klar sagen. Wir machen da eher mal einen Schnappschuss mit oder irgend sowas. Wir versuchen auch natürlich, uns ein bisschen Mühe zu geben. Also ich sehe ja, was du an Fototurn-Handy-Fotos manchmal lieferst, wo ich sage, okay, das haben andere, kriegen das mit, ich weiß nicht, was für teurem Equipment wahrscheinlich nicht hin. Das hat ja auch was mit Sehen zu tun. Aber er versucht eben, seine Studiofotografie tatsächlich auch auf das Handy zu übertragen. Das finde ich total spannend, weil ich glaube mal so, die Generation ein bis zwei nach uns, die ist ja eher so unterwegs, dass sie sagen, okay, ich mache da mal schnell so einen Schuss mit. Ja. Das hat auch seine Berechtigung, ich will das gar nicht kleinreden. Frank, ganz kurz. Ja. Wir leben, also einmal Handyfotografie, wenn ihr Fragen habt, fragt uns, schickt uns. Wir brauchen euer Feedback, wir wollen euer Feedback, ganz wichtig. Warum ich Frank gerade so fröhlich unterbrochen habe, ist, wenn wir so weitermachen, dann brauchen wir gar keine Matzen mehr zu zeigen. Weil wir so viel selber zu erzählen haben. Ja, natürlich, das ist ja auch so spannend, aber lass uns mal das nächste angucken, ganz ehrlich. Ja, das ist auch jemand, der viel mit Licht macht. Das ist A, jemand, der viel mit Licht macht, B, der auch mit Kameras toll fotografieren kann. Wir waren zusammen bei den Sigma Days in Hamburg und haben einen ganz großartigen Fotografen kennenlernen dürfen, Jean Noir. Ich habe ihn persönlich vorher auch noch nicht kennengelernt und das war auch so eine ganz große Bereicherung in meinem Leben. Das gibt ja so Momente, wo du dir dann denkst, so toll, die Leute kennenzulernen ist was Großartiges. Das war mit Anatol so, das ist mit Friedrich so, das ist jetzt mit Jean auch so. Bei den Sigma Days in Hamburg hatten wir die Möglichkeit, ihn kurz zu sehen. Auch hier wieder die Bitte an euch, wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, lasst es uns wissen. Da ist auch noch ein ganz großes Feld, worüber er reden kann. Er ist ein hochgradig spannender Kerl, finde ich. Ich mag ihn menschlich sehr gerne. Wir merken immer, dass wenn es gut läuft, und das ist meistens so komischerweise bei den Leuten, die wir interviewen, merke ich, dass die Schnittmenge immer größer wird, je mehr man sich mit den Menschen unterhält. Und ehrlicherweise, ihr seht hier nur eine Essenz daraus. Ne? Wir haben ja länger mit ihm gesprochen. Ihr seht jetzt gleich 8 Minuten, glaube ich, oder irgend sowas. Aber in Wahrheit dauerte ja unser Termin eher eine halbe Stunde und wir haben sehr viel drumherum geschnackt und sehr schnell festgestellt, das ist halt jemand, der nicht nur das Herz auf der Zunge hat, sondern auch menschlich einfach gut drauf ist. So. Der vor allen Dingen die digital fotografiert. Mhm. Es sieht aber nicht digital aus. Und das finde ich das Coole bei ihm. Er macht ganz viel mit Licht. Auch da wieder ganz tolles Beispiel dafür, wie man Licht setzen kann. Aber lassen wir ihn mal selber zu Wort kommen. So, oder? Machen wir das. Es freut mich ganz besonders, dass wir heute auf den Sigma Days in Hamburg die Möglichkeit haben, einen meiner Lieblingsfotografen aus Deutschland interviewen zu dürfen, Jean Noir. Aus der Nähe von Frankfurt, ist das richtig? Ja, zwischen Frankfurt und Darmstadt. Zwischen Frankfurt und Darmstadt. Seltene Chance, dich mal in Hamburg zu sehen. Herzlich willkommen. Schön, hier zu sein, Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich habe ja schon so ein bisschen mitgekriegt bei den Sigma Days. Ich habe ja kurz bei deinem Vortrag reingucken dürfen und war komplett geplättet. Die hingen dir ja alle an den Lippen. Nicht, dass mich das jetzt so wundern würde. Aber da ist endlich mal ein Fotograf, der auch was zu sagen hat. Ganz kurze Frage. Wie ist dein beruflicher Werdegang gewesen? Ich bin aus dem Studium rausgekommen, tatsächlich danach relativ schnell gemerkt, dass so dieses nur mit dem Studium nicht wirklich ausreicht. Ich bin noch in eine kaufmännische Ausbildung eingegangen, habe darin auch die ersten, ich glaube, knapp 10 Jahre gearbeitet. Und ich war schon immer kreativ die Kreativität war schon immer. Ich habe als Kind gemalt und habe viel Spaß in der Kreativität. Das ging auch nie verloren, aber es war versteckt irgendwann, weil man natürlich in diesem typischen Arbeitsrhythmus drin war, 9-to-5, vielleicht auch mehr Überstunden. Und bin dann durch gewisse Umstände wieder zu einer Fotografie gekommen oder zu einer Kamera gekommen. Und das wurde für mich doch schnell wieder genau zu diesem Punkt, wo ich sagte, da möchte ich weiter reingehen. Und dann auch relativ schnell der Punkt, wo ich gesagt habe,
okay, ich springe ins kalte Wasser und gehe ins Hauptberufliche. Hatte aber, und das kann ich nur jedem empfehlen, und das ist ein wichtiger Punkt, ich hatte nicht wirklich hohe Verantwortung für Familie, ich habe keine Kinder, hatte zu der Zeit auch keine Beziehung, wo du sagst, ja, oder nicht verheiratet, dann ist das noch ein Tickel einfacher, wo man sagt, das, was man als Risiko auf sich nimmt, ist auch seine eigene Verantwortung, ja. Da geht das ganz gut. Und hast ein erfolgreiches Studio. Ich habe gerade ein Bild gesehen vom Studio und uns eingeladen nach Frankfurt, wenn wir in Frankfurt sind. Ich verspreche dir, wir kommen sehr gerne vorbei, weil das sieht echt toll aus. Das sieht wirklich aus, als ob da jemand lebt. Nicht so wie einige Studios in Hamburg. Ich habe früher für Otto fotografiert. Die Otto-Studios sind weiß. Weiße Hohlkehle und sonst weiß und sonst gar nichts. Bei dir merkt man, da lebt es sich. Deine Fotografie zeichnet sich ja auch dadurch aus. Sag uns ganz kurz ein bisschen was über deine Fotografie. Was ist da der Unterschied zu so den anderen Fotografen? Was ist deine Bildsprache? Es wird viel, viel immer in den Farben und Emotionen definiert. Und ich glaube, also für mich ist die Bildsprache, es ändert sich im Moment viel und schnell, von Woche zu Woche teilweise manchmal. Na, das ist übertrieben, von Woche zu Woche nicht, aber von Quartal zu Quartal. Man versucht immer so ein bisschen die Bildsprache zu definieren. Ist echt eine wichtige Frage, auf die ich so ganz genau im Moment gar nicht eingehen kann. Will ich vielleicht auch gar nicht, weil es für mich die Herausforderung ist, vielleicht von Shooting zu Shooting im Moment was Neues zu liefern. Es muss trotzdem irgendwie meine Signatur haben. Ich muss das für mich fühlen. Das muss mir Spaß machen. Wer auch meine Arbeiten kennt, sieht, dass ich wenig diesen Markt bediene mit immer mehr Posten, sondern auch gezielt irgendwann mal sage, hier habe ich wieder was. Aber ich arbeite aufgrund von, weil ich diesen Markt ganz heftig finde, arbeite ich mich momentan in so einen Kindermarkt rein. Um auch ein bisschen zu zeigen, wie gefährlich dieser Markt doch ist und da eben auch schon die Wurzel unten, worum es geht in der Fotografie und auch mit Kindern zu arbeiten, was auch so eine gewisse Erziehungsmaßnahme haben kann. Ich shoote aber auch die alte Frau. Ich shoote Charakter. Den anderen Charakter. Charakter. Morgen shoote ich wieder das ganz normale Agenturmodel. Den nächsten Tag ist es, arbeite ich mit der Kinderkrebshilfe in Frankfurt zusammen. Man kann es gar nicht sagen. Das ist aber für mich die Herausforderung. Heute kann es das sein und ich kreiere das für mich, was ich fühle und sage, das finde ich gut, das gefällt mir. Natürlich soll es den Menschen, die vor der Kamera sind, auch gefallen. Und morgen mache ich es wieder anders. Man merkt, dass du Menschen fotografierst. Menschenfotografen sind, finde ich, als Interviewpartner anders, als wenn du dich mit einem Stillifer unterhältst. Jetzt keine Wertung, einfach nur so vom Herangehen. Deine Bilder zeichnen sich ja durch das Licht, durch die Kontraste, durch das Rangehen aus. Du tauchst ja in denjenigen ein, den du fotografierst. Und ich habe gerade bei deinem Workshop gesehen, dass man das nicht nur im Studio machen kann, das geht ja hier auch eben auf Location, ist zwar eine super Location hier. Ja, mega schön. Aber letzte Frage, was ist dein Lieblingsobjektiv? Kommt auch wieder ein bisschen auf die Situation drauf an. Also ich habe sehr unterschiedliche an, dann sind wir zum Thema, was davor war. Ich habe sehr künstlerische Bilder, die Bildwirkung durch verschiedene Dinge, die man kombiniert mit verschiedenen Lichtsetups. Und da macht es mir unheimlich Spaß, Licht so zu kreieren oder zu generieren, dass jemand, der viel Ahnung hat, trotzdem nicht erkennt, wie dieses Licht-Setup funktioniert. Ja. Weil das gibt so dieses Mystische ein bisschen rein, da habe ich einen Heidenspaß dran. Da bin ich sehr intensiv mit einer Makrolinse, da lässt es mich ja nicht so. Für die klassische Fotografie bin ich mit 85 mm, das liebe ich tatsächlich sehr, auch hier meine 85 von Sigma, die Art. Bin aber auch gerne mal auf einer 24-70, also man hat verschiedene Situationen. Dann ist es auch wieder aber zum ersten Punkt, morgen kann ich 24-70 shooten, weil ich eine Location sehe, wo ich sage, ich will viel, wenn man sich das hier anguckt, wo man sagt, hier muss man eigentlich drumherum mitnehmen, fast Verschwendung im Porträt zu arbeiten. Das entscheidet sich dann. Aber das sind so meine wirklich tatsächlichen drei Hauptlinsen, mit denen ich arbeite. Ich habe ja schon mir die Bilder angeguckt im Internet und bewundert und habe mir gedacht, so, der könnte in Richtung 85 gehen. Deswegen habe ich die Frage gestellt, weil meins ist nämlich auch ganz klar 85. Ja. Finde ich großartig, fotografiere auch gerne Porträt und das ist dann auch, und da habe ich gedacht, so, da haben wir durchaus ein paar Parallelen, wir beiden. Und ich würde mich sehr freuen, wir müssen leider schon wieder Schluss machen, da die Zeit rum ist, sorry.
Ich hoffe, dass wir uns im Februar beim Fotohafen in Hamburg sehen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und im Juli, wenn du dann in Deutschland bist und vielleicht Zeit hast, auch in Oberstdorf beim Fotogipfel. Ich nehme mir gerne die Zeit, auf jeden Fall. Sagt mir wann und super, dann würde ich mich echt freuen. Klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und jetzt kommt natürlich wieder der Handschlag. Ja, super. Du, danke euch. Hat mir richtig Zeit. Spaß gemacht. Ja, auch wenn es kurz war, aber immer schön. Bis recht bald. Ich danke euch. Danke. Ja, total spannend. Wie ihr habt es gehört, Jean Noir hat uns eingeladen, auch nach Frankfurt in sein Studio zu kommen. Jetzt sage ich mal so, damit dass wir durch die ganze Republik reisen und alle möglichen Menschen nochmal besuchen, egal ob jetzt Anatole irgendwo am Set im, was weiß ich wo, New York. Oder genau in New York, oder den Jean Noir auch nur in Frankfurt in Anführungszeichen. Auf alle Fälle lasst ein Abo da, wenn ihr das wollt, weil wir müssen unbedingt hier irgendwie den Kanal nach vorne bringen. Sonst fällt uns das nicht schwer, aber wir sind motivierter, wenn ihr ein Abo da lasst. So, apropos Jean Noir, Abo und so weiter. Buch. Wir haben uns hier ein Buch geschnappt. Das Fotobuch des Monats. Das genau. Ist das Buch Genesis von jemandem, der hat gerade den deutschen Buchpreis. So ähnlich. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Jetzt hat er es. So sieht's aus, genau. Sebastiano Salgado. Der Mann hat ein sehr schönes Buch gemacht. Ein Buch, was daraus entstanden ist, ist im Taschenverlag erschienen. Ich habe kurz nachgelesen, aus seiner Lebensgeschichte im Prinzip. Er ist auf einer Ranch in Brasilien aufgewachsen, ist dann im älteren Alter zurückgekehrt und hat festgestellt, dass sich sehr viel sehr stark verändert hat. Insbesondere was Natur betrifft, die indigenen Völker und das gesamte Umfeld. Und daraus hat er ein Buch gemacht, hat sehr viele indigene Völker besucht auf der ganzen Welt, hat 30 Reisen unternommen und wir haben sehr schön, vorhin schon mal durchgeblättert und gesagt, okay, lass uns da mal reingucken. Sehr viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen, quasi nur Fotos, also kein Text. Ja. Und wir würden euch das super gerne ans Herz legen. Ich schlage mal einfach irgendeine Seite auf, wir haben das nicht besprochen. Oh, da fällt mir schon als erstes gleich mal schwer zu erkennen, was es ist. Was sehen wir, Christian? Ach so, schwer ist das doch gar nicht, Frank. Wir sehen eine Höhle irgendwie, würde ich sagen. Wir gucken in so eine Höhle, oder? Aus einer Höhle raus. Okay. Würde ja, ins Licht. Genau. Okay. So, mit sehr vielen schönen Strukturen, sehr schöne Kontraste. Also da fällt mir natürlich sofort Ansel Adams ein, ne? Ganz klar. So als klassischer Landschaftsfotograf. Ja, vor allen Dingen Schwarz-Weiß, Tonigkeit, Tonwerte, Bildaufbau. Er nutzt das Medium Schwarz-Weiß wirklich gigantisch aus. Und Sebastian Salgado, muss ich jetzt auch noch mal, leider dazu auch noch mal ganz kurz was loswerden. Also Sebastian Salgado ist einer meiner Lieblingsfotografen. Sebastian Salgado, den habe ich kennengelernt, nicht persönlich kennenlernen dürfen, den habe ich mit Bildern kennenlernen dürfen. Das erste Mal hatte ich Kontakt zu ihm. Es gab ein Schweizer Magazin, das einer Tageszeitung beilag, das Du-Magazin. In diesem Du-Magazin hatte er eine Bildstrecke veröffentlicht, nämlich Workers. Ah, okay. Und diese Workers, die haben mich im Prinzip noch dazu eigentlich angestachelt, Fotograf zu werden, weil ich finde, diesen Mann, der ist so großartig, der ist so dicht dran, der ist so mit seinem, in seinem Metier unterwegs, der stellt sich nicht davor und schießt das ab, sondern er taucht ein in die ganze Geschichte und erlebt das und er leidet das und er freut sich drüber und das sieht man an seinen Bildern. Du hattest vorhin gesagt, hier ist kein Text drin, ja Gott sei Dank, es gibt ja sowas wie Bildsprache. Ihr merkt, ich werde immer schneller und schneller und schneller, nicht weil ich so noch begeisterter bin ich auch, aber vor allen Dingen auch, weil sagt gerne Bescheid, welche Bücher ihr noch sehen möchtet. Oder ob ihr das Du-Heft vielleicht von Sebastian Salgado mal sehen möchtet mit den Workers. Zu den Bildern, wie gesagt, also alle schwarz-weiß, Bildsprache. Warum Bildsprache? Sag du mal was, Bildsprache. Naja, also ich glaube, das hat natürlich, wir haben vorhin mal so mit Daumenkino-mäßig durchs Buch geblättert. Gleich mal gucken wir nochmal weiter. Ich sag mal für die parallel nachgucken wollen. Wir reden im Moment über Seite 178, 179, genau. Doppelseite mit diesem Höhlenfoto. Genau. Das hat natürlich einen großen Vorteil, wenn ein Fotograf eine Bildsprache hat. Das ist bei mir sehr schwierig, weil ich so viel verschiedenen Kram fotografiere, ja, überall auf der Welt. Das sieht natürlich in Venedig beim Karneval anders aus als in Armenien irgendwo im Dorf. Komisch, bei ihm nicht. Bei ihm sieht es aber in diesem Buch auch sehr einheitlich aus, weil er erstens in sehr naturbelassener Natur ist trotzdem, auch wenn er selber ja sagt, eines seiner Anliegen ist, dass es sich verändert hat. Trotzdem sieht das hier jetzt sehr natürlich aus, finde ich. Sehr unberührt auch. Sieht trotzdem aus wie ein Salgado, finde ich. Ja, ich glaube hier in der Tat auch aufgrund des sehr harten Schwarz-Weiß-Kontrastes, könnte ich mir vorstellen, weil das habe ich auf anderen Bildern auch gesehen.
Ich finde trotzdem, dass das nicht so das typischste Bild für dieses Buch ist. Wir haben ja jetzt einfach wild reingegriffen. Du hast ja unbedingt das aufgeblättert. Ja, du wolltest ja dringend das aufblättern. Wollen wir eins mit Menschen angucken? Wir wollen, so, hier ist auch ein kleines bisschen Text, aber mal hier irgendwas mit Menschen. Also entscheidend für seine Bilder ist jetzt nicht die technische Auseinandersetzung mit oben, unten, links, rechts. Was für ein Brennweite habe ich da? Was für eine Belichtung habe ich da? Mhm. Ist das jetzt alles Baryt? Ist das jetzt alles sonst was? Mhm. Ich finde, dieses Buch ist so sexy, dass man das Buch sich einfach mal so angucken sollte, ohne in diese Technikschiene reinzukommen, sondern das Buch einfach mal auf sich wirken zu lassen, ohne dass wir beide jetzt uns als hier die Fotoklugscheißer hinstellen und erklären, pass mal auf, das ist der goldene Schnitt und man muss eher links oben oder rechts unten oder vielleicht hätte man da oder da noch irgendwie was oder in der Hütte, wir sind jetzt bei Seite 234, man hätte die Hütte vielleicht noch ein bisschen heller, dunkler, sonst was machen können, HDR-ig oder sonst irgendwas. Also ganz ehrlich, benimmt man sich eigentlich wie diese ganzen Food-Geschichten im Fernsehen, diese ganzen Shows, wo man dann eingeladen wird und dann müssen alle irgendwie ihren Senf dazugeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, man sollte mal einfach dieses Buch sich hinlegen, angucken. Wenn ihr es nicht habt, geht in den Buchhandel, guckt es euch an. Das steht da überall rum, Gott sei Dank momentan. Oder aber ich habe einen Geheimtipp. Du weißt ja, wie ich an das Buch gekommen bin. Ich habe das bei Amazon bestellt. Link findet ihr auch unter dem Video, in der Videobeschreibung, den Link zu diesem Buch. Ich habe das bei Amazon bestellt und zwar gab es das Buch zu zwei Preisen. Ja. Zu einem sehr hohen Preis, angemessen für das Buch. Ja. Versteht mich nicht falsch, auf jeden Fall. Und zum halben Preis. Ich hatte in die Rezension geguckt und festgestellt, okay, beim halben Preis steht, ist dasselbe Buch und habe das bestellt. Das kam von Amazon Spanien. Ich möchte hier nicht den deutschen Buchhandel umgehen und so weiter. Wie ihr wisst, wie es manchmal läuft auf dieser Welt, globalisierterweise, ist es wirklich ich glaube, ich habe es für unter 40 Euro gekauft. Dafür ist es Gold wert. Also es ist unfassbar, dass man so ein Buch für 40 Euro kaufen kann. Unglaublich. Das ist also für mich als alter Fotograf ist das eigentlich ein Trauerspiel. Ja, das stimmt. Das ist eine also mir fehlen die Worte dabei, nicht? Also das müsste mindestens 120, wenn nicht 250 Euro kosten. Das ist, Leute, ehrlich, das Ding, guck mal, hier. Ja, so. Das Ding ist wertig. Das Ding, da hat ein Fotograf, ja, also das ist genauso, als ob du einen guten Rotwein danach beurteilst, wie tief die unten die Einbuchtung in der Flasche ist. Das ist auch schwachsinnig. Mhm. Deswegen Telefonbuch ist auch schwer. So, ist auch so. Ne? Oh, beispielsweise irgendwie geile Besetzung, scheiß Handlung. Aber Bücher danach zu beurteilen, ob schwer ist, ist jetzt vielleicht nicht ganz so unbedingt so. Ich wollte damit sagen, es ist schönes, dickes Papier, das muss man ganz klar sagen. Es gibt hier Ausklappseiten, was total grandios ist. Das gibt es bei der Bravo auch, ist dann trotzdem nicht gut. Ja, aber wir schalten das hier nochmal ein bisschen in Richtung Kamera. Also das ist wirklich toll gemachtes Buch. Es ist ein sehr wertiges Buch. Und das für den Kurs, also wer das nicht kauft, ist selber schuld. Also das sollte zu Hause liegen, ne? Bei jedem eigentlich. Es heißt auf Englisch, heißt das so schön Coffee Table Book. Also das ist schon fast kein Coffee Table Book mehr, das ist schon fast ein Coffee Table. Aber das Buch ist eine Inspirationsquelle für alle, die sich für Schwarz-Weiß-Fotografie interessieren. Deswegen von meiner Seite dringende Idee, geht los, kauft euch das, guckt es euch an. Wenn ihr es euch nicht sofort kaufen wollt, dann geht in Buchhandel, guckt es euch an und dann kauft es ihr. Und Weihnachten ist ja jetzt auch. Es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, ist ja das ideale Geschenk, wenn ihr sagst, okay, ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Es gibt ja immer diese Fälle, muss man ganz klar sagen. Wie viele Menschen haben mich wieder gefragt, was wünscht ihr zu Weihnachten? Man hat ja alles, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau. Dann ist das auch für, mega Geschenk, weil da freut sich jeder von euch drüber, da bin ich mir sehr sicher. Und was ich dann immer noch gerne mache, ist, ich kaufe mir die Bücher und wenn dann zufälligerweise eine Ausstellung von Sebastian Salgado in Hamburg ist und er rein zufälligerweise anwesend ist, dann kann man sich das ja auch noch signieren lassen. Mhm. Und das ist wirklich dann ein super tolles Geschenk. Auf jeden Fall, ja. Und der kommt garantiert nochmal nach Hamburg, bestimmt, also 100%. Die Deichtorhallen bestimmt. Mhm. Das war's für heute. Das klingt verrückt, weil es ist ja erst ungefähr eine Stunde um. Ja. Und ich kann mich genau daran erinnern, als wir in die Planung gingen, haben wir beide gesagt, so 20 Minuten wäre schön. Ja, ja, genau. Das hatten wir allerdings bei den Interviews sofort verworfen, weil uns klar war, dass wir zwei das nicht können. Wir sind dazu quasi nicht in der Lage, uns kurz zu fassen. Nein. Aber vielleicht mögt ihr das ja auch, das könnt ihr sein. Wie gesagt, das könnt ihr uns ja selber unter diesem Video nochmal mitteilen. Ja. Wollen wir kurz einen Ausblick geben auf die nächste Folge? Das wird es jetzt im Moment erstmal einmal im Monat geben. Das heißt, so in roundabout 4 Wochen gibt es die nächste Nordlicht-Episode 2 quasi. Ja. Was machen wir nächste Folge? Also wir haben natürlich wieder einen bunten Strauß voll Überraschungen gepackt. Oh ja, das stimmt. Vor allen Dingen gepackt. Mhm. Wir haben als Interviewpartner Heiko Zimmermann. Mhm. Heiko Zimmermann ist der Bereichsleiter von der O. O nicht wie Oweia, sondern O wie Out of Hamburg, der Freizeitmesse im Februar in Hamburg.
ihr wisst alle, dass ich da so ein bisschen involviert bin. Deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken mal hinter die Kulissen einer Messe und fragen mal Heiko Zimmermann, was macht man eigentlich als Bereichsleiter von so einer Messe? Wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert eine Fotomesse? Worauf muss man da achten? Und. Ja. Das also in 4 Wochen. Ich war in Hongkong bei David Chan. Manche kennen ihn vielleicht schon aus meinem Podcast vom letzten Jahr, aus der Fotophonie. Der ist der verrückteste Fotohändler auf der Welt, glaube ich, aber in jedem Fall der verrückteste Fotohändler in ganz Hongkong. Er handelt nämlich gar nicht mit Kameras. Warum, weshalb, weswegen, gibt's auch nächstes Mal. Dann haben wir natürlich wieder einen Handy-Fototipp dabei. Ja. Wir haben unseren Kameraexperten wieder mit am Start. Ja. Und dann wird es noch ein Überraschungsinterview geben, ja. Was wir uns noch offen gehalten haben, was wir da reinschneiden werden in 4 Wochen quasi. Und es gibt ein Fotobuch zu sehen. Ich hätte da schon so 3 Ideen von denen, die wir gemacht haben, was wir da machen können. Und ich will jetzt Aber wir haben uns noch nicht, ganz ehrlich, wir haben uns noch nicht drüber geeinigt und ich bin natürlich schon irgendwie hier am Start mit den nächsten 25. Deswegen also sagt gerne Bescheid, auch falls ihr mal von irgendjemand was wissen wollt, den wir noch gar nicht auf dem Plan haben. Ja. Wenn ihr sagt beispielsweise irgendwie hier, ich habe was von Polaroid gehört, was ist das eigentlich, gibt's das wieder, gibt's das nicht oder. Schickt uns einfach alles, worauf ihr Bock habt und wir gucken, dass wir das dann umsetzen. Alles vielleicht schaffen wir nicht, aber wir versuchen uns mal viel Mühe zu geben, wie immer eigentlich im Leben. Ne? Naja, Mühe geben geht ja nicht. Ne? Mühe geben heißt ja von vornherein, das wird nichts. Aber warte, aber wenn wir jetzt sagen, alle, die ihr uns vorschlagen, besuchen wir auch, dann weiß ich gar nicht, wie ich meinen eigentlichen Job noch machen soll. Und ich weiß, wie du drauf bist im Moment arbeitsmäßig. Kommst mir jetzt nicht völlig unterbeschäftigt vor, so wenn ich die letzten, Doch, eigentlich, Wochen... eigentlich nur jetzt dafür unterwegs. Und ich finde das gerade ein super spannendes Ding. Deswegen reden wir ja auch meistens so wenig über die Sachen, die wir machen, weil wir total begeistert sind davon. Und ganz ehrlich, also wir können uns dann aussuchen, was wir machen und wo die meisten Leute eine Frage gestellt haben, Wir dann ja schnittmengenmäßig gerne abarbeiten. So auf jeden Fall, klar. Und wenn du keine Lust hast, fahre ich garantiert dahin. Also wirklich. Wundervoll. So machen wir das. So, in diesem Sinne, macht es gut da draußen. Es würde uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid bei Nordlicht, die ultimative Fotoshow. Uns hat es viel Spaß gemacht und euer Feedback lesen wir ja dann unten an den Daumen und an den Kommentaren. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss Christian. Tschüss da draußen. Tschüss Frank.